Ja, Huhu hier wieder beim Koali und beim Estrak Dark in der Secret World. Ohne Putin. Ja. Die Pizza war lecker. Ja. Ich hatte was zu essen zwischendurch. Und Eukalypta hat sich umgezogen. Ist bald sportlich unterwegs jetzt wieder. So, was machen wir denn nun heute? Heute jagen wir das letzte Mal Kürbiskopf. Ich hasse Kürbiskopf. Ja, wer nicht? Lauf vor. Ich bin mit meinen Sportklamotten einfach schneller als du. Oh, mir wird gerade angezeigt. Koali spielt The Secret World. Nein! Doch! Dinge gibt's, oder? Ich wusste nicht mal, dass er das hat. Krass, dieser Koali. Ja. Aber du hast ja eben gesagt, hier so ein Kumpel von dir spielt auch gerade. Vielleicht will der ja mitmachen. Oder ist der Endgame? Ich weiß nicht mal, wo der ist. Ich habe so wenig mit dem zu tun, da bin ich ehrlich. Ach so. Naja. Wie gesagt, ist ein Bekannter von einem Freund. Aber wirklich viel hatte ich nie mit dem zu tun. Okay. Er hatte mich nur, wo wir das letzte Mal eine Aufnahme gemacht haben. Mhm. Also, letzte Woche. Da hat er mich nur mal angeschrieben. So, du spielst das Secret World und bla bla, kann ich dich was fragen? Ich habe gesagt, ja, später, bin gerade halt in der Aufnahme. Und dann ist er zu, naja, Gürfeigen gegangen. Ja. Und der hat ihm sicherlich alles haarklein erklärt, weil so macht das der Gürfalken mal. Der Gürfalken erklärt einem sogar Dinge, die man gar nicht wissen will. Und die einem das nicht. Hast du jetzt gesagt. Das macht er aber. Ah, Mist, ich kann nicht ganz oben drüber jumpen. Tim, 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 tim. Fährst du lang? Ich fahr zu der Quest. Okay. Ah, hier. Okay. Ja, ich muss nur warten, bis es nachgeladen ist. Hä? Wie, hä? Was ist nachgeladen? Ja, dass die ganze Grafik hinterherkommt. Krass, okay. Welche ist es denn? Von der Karte gestrichen? Muss ich das ja... Das ist, glaube ich, am Text dann beschrieben. Ah, der Kürbiskopf ist die zweite von dem. Ja, nimm schon mal an. Also der Kürbiskopf, ja? Ja. Okay. Filmsequenz. Hören Sie, das Ganze ist immer schlimmer geworden, so viel steht fest. Mein Bruder und ich waren gerade beim Casino um... Sag mal, meinst du, wir kriegen eine Steuerbefreiung, wo die Dinger doch jetzt den Laden übernommen haben? Was? Befreiung? Hat uns dieses Fass ohne Boden schon mal von irgendwas befreit, Bruder? Das Golden Wigwam. Ganz genau, Wigwam. Aber irgendein Genie musste als Logo ja ein riesiges Tipi entwerfen. Oh, sind wir plötzlich zum Kulturexperten geworden? Letzten Monat kanntest du nicht mal den Unterschied zwischen einem Tomahawk und einem... Wie gesagt, wir waren draußen beim Casino. Verlustgeschäfte sind schließlich unsere Spezialität. Wie auch immer. Auf dem Rückweg haben wir auf dem alten Kürbisfeld etwas gesehen. Aufblitzende Lichter im Nebel. Wie spielende Kinder mit Taschenlampen. Sind aber keine Kinder. Und keine Taschenlampen. Ich habe da schon immer Gänsehaut gekriegt. Die in der Stadt geben uns an allem Schlechten die Schuld, das ihnen je passiert ist. Ein Indianerfluch. Aber die haben mehr Schlechtes gebracht als all die Legenden, die Ojos Haare weiß gemacht haben. Ich finde das irre Lachen am schlimmsten. Hast du das etwa auch gehört? Du hast doch gesagt, du hast nichts gehört. Du verlogener Mistkerl. Hey, lass das. Okay. Bunny, Schuhe und mit Tesa zusammengeklebte Klamotten. Der ist mir jetzt schon sympathisch. Okay, ja. Helfen wir ihnen? Jawohl. Jawohl. Er hat ein cooles Gewehr. Ich will das auch haben. Ah, du willst zu viel. Ich bin Frau. Also hier in dem Spiel. Also bei der Stimme hätte ich mich auch sehr gewundert. Oh. Okay, lag. Stirb, Irrlicht, stirb! Streiftreffer. Ich sehe nicht mein Irrlicht. Tja.
schießt einfach mal wild in der Gegend rum. Ja, bei mir steht gerade alles. Nein, die Zombies bewegen sich. Welche Zombies? Die hinterm Gitter. Ah. Bin ich wenigstens an der richtigen Richtung. Ja. Ist es tot. Irgendwie ist deine Grafik dann jetzt aber echt nicht so prickelnd, ne? Ja, wie gesagt, dauert noch ein paar Tage, dann habe ich ihn endlich. KP erhalten, sehr gut. Nur für zum Kürbisfeld laufen. Oh, guck mal, da geht was, kommt was runter. Ich sollte mal den Lester wieder heilen. Ach, Heilung wird überbewertet. Ja, manchmal schon. Man. Quali. Ja. Wir haben ja in den letzten Folgen, hatte ich ja mal erzählt, dass ich jetzt letzten Dienstag 2 Dates hatte. Ach ja, genau, an einem Tag. Ja? Die Community wartet gespannt darauf, wie es ausgegangen ist. Leider nicht sehr gut. Mhm. Die eine hat sich verspätet und die andere kam zu früh. Und dann hattest du Probleme, das zu erklären, ne? BS. Ich meinte im Bett, ich meinte nicht beim Essen. ja. Das war ein Scherz, nein, ja, beim Essen kam die. Ja, dann hatte ich halt nicht wirklich Probleme, das zu erklären. Ich dachte mir, okay, ich wurde erwischt, dann bin ich gleich ehrlich. Vielleicht, naja, lassen sich da beide drauf ein. Okay. Aber, nicht wirklich. Das heißt, das zweite Essen war sehr langsam, Ich habe Geld gespart, sagen wir es mal so. Ja. Verständlich. Ja, ich habe sehr viel Geld gespart sogar. Weil die hat mir gesagt, ich soll verschwinden, also bin ich verschwunden und die hat die Rechnung bezahlt. Ja, was? Der Abend war schon im Eimer, da kann ich wenigstens noch versuchen, irgendwas rauszuholen. Ach ja, der Lestrak. Was lernen wir daraus? Timed besser eure Dates. Hm? Timed besser eure Dates. Besser nicht 2 Dates an einem Tag. Ach doch, das kriegt man hin, nur muss es gut timen können. Unverbesserlich, der Kerl. Liebe Frauen, ich habe versucht, ihn zu ändern. Ja, wer weiß, vielleicht gibt es ja irgendwo auf der Welt eine Frau, die es wirklich schafft, mich endgültig zu binden. Ja. Das ist ja das, was ich mir wünsche. Also. Na dann. Das Problem ist nur, die meisten, die ich kennengelernt habe, sind es einfach nicht wert. Oder haben wir das Herz gefunden? Du musst ja eigentlich aber von deinen Erzählungen aber jetzt mal kritisch, selbstkritisch müsstest du dich auch mal hinterfragen, musst sagen, was tust du denn dafür, dass du so eine Frau kriegst? Nichts? Ich lerne neue Frauen kennen, reicht das nicht? Nein. Was soll ich denn dafür tun? Na los! Erleuchte mich! Ich bin für Tipps immer offen. Ich glaube, du weißt das schon ziemlich genau, glaube ich. Du meinst, ich soll netter sein? Ja. Das wäre ein Anfang. Mm. Aber dann wird mir wieder das Herz gebrochen. Tja. Ist so eine Sache. Ja. Hat alles seine Vor- und Nachteile. Aber... wer weiß, vielleicht finde ich ja mal eine, wo ich mir denke, da werde ich mal nett sein. Okay. Ich werde das nächste Mal an deinen Ratschlag denken. Ja. Nicht, dass ich der beste Ratschlaggeber wäre, was Frauen angeht. Oder? Ja, du hast eine Freundin, also besser als ich bist du allemal. Ja. Und sie wirkt sogar recht nett. Sie ist nett. Ja, das kann ich nicht sagen. Also so gut kenne ich dich jetzt nicht. Gott sei Dank. Ich habe nur den, ersten Eindruck und da wirkte sie halt nett. Mhm. Minus Heilungswert. Na toll. Kürbiskopf, stirb! Irgendwie ist diese Kürbiskopf-Quest aber bei weitem nicht so schlimm wie die anderen vorher. Die erste war die schlimmste mit den scheiß Vögeln. Ja. Aber ich mag diese Rätselquest sowieso nicht. Oh, bitte nicht zu nah an den Dingen da rangehen. Rangehen? An diesem Pfahl, wo die Typen hängen. Warum? Ich hasse es, gegen die zu kämpfen.
sollte dich auch mal wieder als Defensivziel eingeben, aber ich habe jetzt gerade mal wieder nicht drauf geachtet. Ja, das war Karl Schatten. Ja. Wo ist übrigens Putin? Putin ist schon wieder tot. Komm hier, komm runter. Ja, wo du die Pizza geholt hast, da habe ich Hunger gekriegt. Da habe ich Putin gegessen. So bist du zu deinen Freunden. Liebe, ja? Geht durch den Magen. Okay. Lass ich jetzt mal so stehen. War ein das Thema über Frauen, ne? Ja. Vielleicht gucken ja Frauen zu, die dir bessere Tipps geben können, aber ich glaube, mein Tipp war schon ziemlich gut. Ich glaube, ich glaube nicht mehr, dass hier Frauen zugucken. Oder mein. Who knows? Ja, also wenn hier irgendwelche Frauen mal zugucken, schreibt es in die Kommentare. Das würde mich auch mal brennend interessieren. So, irgendwann in 20 Jahren guckt mal eine vorbei. Oh, oh, klar, bin ich auch bereit. Oh Gott. Was? Hör auf, mich anzugucken, du komischer Anker. Und ich buff mal wieder meinen Schaden. Ah, wieder zu früh den Verbraucher, ich Idiot. Und draußen die ganzen Cracks von The Secret. Nein, was tut der da? Aber das machen sie eh. Ich glaube, die Cracks gucken das nicht einmal. Ja, es ist so schrecklich, was ich hier mache. Das ist. Damit hat es, glaube ich, nichts zu tun. Die gucken, glaube ich, nur englische Kanäle. Englische? Ja. Es gibt übrigens eine coole deutsche Let's Playerin, ja? Die auch hier Secret World Let's Played. Ja. Oh. Hast du, ja, habe ich aber auch schon gesehen. Wenn ich dran denke, dann verlinke ich die auch mal unten. Also nicht, dass die hat, glaube ich, viel, viel mehr Zuschauer als ich. Und naja, egal. Du solltest dich mal verlinken. Das wäre angenehmer, ja. So, hier ist ein Kürbisfeld, ich sehe es. Und hier sind ganz viele von den Dingern. Oh, da kommt schon einer runter. Das Einzige, was noch schlimmer ist, ist. Das ist das Abbild des Blue Mountain. Schadensbuff. Bam. Boah, 600 Schaden. Sehr gut. So viel habe ich früher nicht gemacht. Muss man jetzt auch mal sagen, ne? Ah. Ich brauche nicht ausweichen, Quali heilt mich. Das ist korrekt. Dafür geht mir Quali gleich drauf. Aha. Ach, hier sind schon wieder diese komischen Rabenviecher. Die mag ich optisch. Ja, die sehen optisch sind die cool aus, ja. Aber mit Armbrust. Armbrust ist auch neu. Nee, die gab's schon in bei der Akademie hatten die auch schon Armbrüste. Ach so. Also ich fand die mit zwei Schwertern besser, muss ich sagen. Das sah optisch noch ein bisschen. Ja. Ah, okay, das ist der letzte Fight gegen ihn. Dim 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 fight fight. For your right to party. Kennst du eigentlich die Serie Supernatural? Supernatural, klar kenne ich die. Guckst du die auch gerne? Ja. Aber hast du denn die neue Staffel von Heroes schon angeguckt? Nein. Ich habe nicht mal die erste, da habe ich nicht mal ganz zu Ende geguckt. Weil die dich nicht mehr interessiert hat? Ich kam einfach nicht zu. Da kam Bundeswehr dazwischen, dann Arbeit und irgendwie habe ich die aus den Augen verloren. Weil die ersten zwei Folgen sind nämlich schon draußen. Und war cool. Da gibt's jetzt ein japanisches Mädel, das hat die Superkraft, sich in MMORPGs einzuloggen, als sich selber. Ernsthaft? Ja, ziemlich nice. Okay. Sieht die gut aus? Geschmackssache halt, ne? Ah, ist eine Frau, sieht gut aus. Aber das Problem ist am Anfang, dass sie das nicht weiß, dass sie das kann. Und dann ist da so ein MMORPG-Spieler, so ein Crack, der es ins letzte Level schafft, was sonst noch nie jemand geschafft hat, und da findet er im letzten Level ihre Adresse. Und dann okay. Er sie besuchen. Das ist ganz lustig. Hat er auch Kräfte? Nee, also zumindest bis jetzt noch nicht.
Kürbiskopf benutzen. Au. Jetzt lacht er noch. Ey, lachst du mich aus oder was? Der lacht mich aus. Also aufgehört hat das bei mir, da, da haben die jetzt die ganzen mit Superkräften eingesammelt. Ja, ist in der neuen Staffel, also ist ja quasi eine neue Serie, wenn man das will. Das ist ein komplett neuer Subplot. Also ich weiß gar nicht, wie das ausgegangen ist. Das letzte, was ich gesehen habe, war, dass er sich die Kräfte von dieser Eisfrau geholt hat. Mhm. Also Peter war es, glaube ich, ne? Und dann damit mit den anderen ausgebrochen ist. Aus dem Flugzeug. Ja. Plus Gesundheit, plus Crit, plus Trefferwert. Minus 214 Heilungswert. Nee. Geh mal auf Garderobe und auf Hut. Oho, aha. Kriegen wir einen neuen Hut? Ups. Garderobe, Hut, Kürbiskopf. Na super. Mein schönes Gesicht weg. Nee, lass mal. Für den Lesrak passt das. Aber ich habe hier neue KP, die gebe ich jetzt erstmal aus. Ich finde, wird besser aussehen, wenn da stattdessen der Mund und die Augen so leuchtend wären. Ja, das wäre auf jeden Fall cool. Dann würde ich damit nur noch rumlaufen. Aber gibt's ja, nur nicht von dem. Also ein Halloween-Special-Kopf ist das. Okay, ja, dann haben wir den jetzt platt gemacht. Hier ist ein Nebenquest. Nehmen wir das mit? Ja, klar. Hier handgeschriebene Notiz. Eine Lieferung für, für die Verstorbenen. Uah, Geister. Tötet sie. Das ist die sitzen gelassene Braut. Ja. Sieht aber nicht sehr brautig aus. Ach komm, sie hat Bubis. Nicht alles, was Bubis hat, ist eine Braut. Für mich schon. Ich bin halt nicht so wählerisch wie du. Gehen wir am besten die Straße entlang. Oh, so, was ist hier gerade Slow-Motion-Time? Ich bei mir glaube schon. Okay. Krass. So, jetzt nicht mehr. Ich bin der kopflose Reiter. Ghost Rider. Ghost Rider in the sky. Das kann ich jetzt natürlich nicht. Das ich glaube, wir fahren in die falsche Richtung. Na dann fahr vor. Oh, sie kommt wieder. Die Braut? Kommt die jetzt die ganze Zeit immer wieder? Ja, oder? Natürlich. Nur ich komme nicht an sie ran. Ich aber. Aber hinter mir ist ein Geist. Könntest du mal eben einsammeln vielleicht. Obwohl du bist hier. Ich bin gerade super schnell dabei. In Slow-Mo unterwegs. Ah, das ist hier so ein Effekt von der. Braut, ja. Von der Tussi. Umso mehr man sich hier nähert. Okay. Der wird immer wieder erneuert. Creepy. Oh, ich bin gleich tot. Verdammt. Heile mich. Schönen Schuss. So, gleich ist sie hin. Weg mit dir. So, und jetzt auf das Licht. Der Lesrak braucht auch noch mal ein bisschen Heilung. Alles klar. Okay. Das Paket beschützen. Welches Paket? Ich habe wieder nicht aufgepasst. Das, was wir eingesammelt haben? Ja, ich habe nicht aufgepasst, sag ich ja gerade. Was würdest du nur ohne mich machen? Elendlich zugrunde gehen. Ja, komm gut angehen. Da ist sie ja schon wieder.
Lass den Lesrak in Ruhe. Ich renne auf sie zu. Gut, dass ich Fernkampfer bin, ne? Aber der Crit war scheiße gerade. War nur 159. Nur vor allen. Ja, ist schlecht. Er hat doch schon mal 600er Crits. Okay. Und. Nee, Streiftreffer. Weg mit dir. Tussi. So, heile Segen für den Eukalypta-Spieler. Und sprinten. Aufs Hoverboard. Ich finde das Hoverboard richtig geil. Ja, zurück in die Zukunft. Einer der besten Filme, wo gibt. Findest du? Ja. Also so gut fand ich ihn jetzt auch nicht. Doch, zurück in die Zukunft ist episch. Ich fand ihn ganz nett, aber... Ich habe den gefeiert damals. Okay. In meiner Jugend. Früher. Oh, geil, man kann ja doch Tricks machen mit dem Hoverboard. Kann man? Ja. Und. Boost. Siehst du hier, 600 Schaden, so muss das gehen. Ich glaube, du wärst klasse. 500 Idee. Schaden. Quali. Bitte? Ich glaube, du wärst ein klasse Idee. Ja? Ja, so wie du auf die Schadenszahlen pochst, da. Guck hier, kann man Tricks machen. Aber du bist gerade langsam unterwegs. Wer sich? Yay. Das kann ich sogar ausnahmsweise sogar. Das kannst du? Ja. Also konnte ich mal vor ein paar Jahren, habe ich das letzte Mal gemacht. Krasse Möhre. Das ist ja auch nicht schwer. Doch. Okay, ich hatte ja aber auch Ballett und Gleichgewichtssinn. Vergiss das nicht. Ja. Ach, da ist die Tussi wieder. Das ist genauso eine Scheißquest wie damals in Kingsmith, dieses, wo die ganze Zeit der Zombie hinterher rennt. Die Quest ist übrigens total obsolet geworden, wenn du hier dieses Sprinten so früh hast, weil der dann auf keinen Fall mehr kommt. Du bist einfach zu schnell für den. Crit, 523 Schaden. Und? Ah. Aber für einen Damage-Dealer bin ich noch viel zu unkonstant im Schaden. Ja, du willst ja eigentlich auch so tun, als ob du Heiler wärst. Ja, im Prinzip bin ich ja auch Heiler, ne? Wie ich sagte, du willst ja so tun, als ob du Heiler wärst. Weil meine Schadenszahlen schwanken zwischen 23 und 518, also. Ja, normal. Wenn du ein DD bist, der auf Crit geht, ist das normal. Und später haust du dann nur noch Crits raus. Ah, wir sind wieder am Anwesen. Oh. Lass den Lesrak in Ruhe. Ich habe auch immer noch nicht den Unterschied zwischen durchdringende Treffer und so, habe ich alles noch nicht richtig verstanden hier bei dem Spiel. Ich drücke einfach nur Tasten. Durchdringende Treffer ignorieren Rüstung. Ah. Ich habe eine Herausforderung geschafft. Echt? Ja. Ich nicht. Meistens ja eine Herausforderung. Und auch hier, Herausforderung abgeschlossen. Was auch immer das war, egal. Ich habe wieder KP bekommen und habe jetzt den inneren Ring von den Klingen freigeschaltet. Yeah. Und da ist wieder jemand, der Rennen fährt bei dir. Ja. Okay. Was machen wir jetzt? Hier im Haus weiter, oder? Also eine Quest haben wir ja noch bei diesen. Ach ja, dann gehen wir dann zurück. Aber Teleport, ne?
Ja. Wo sind wir jetzt? Wo sind wir eigentlich jetzt gerade? Ich suche mich selber auf der Karte. Kann man, wenn wir nicht. Doch, aha, da, ja. Okay, Teleport. Für 300 Packs. Wutsch. Immer dem Kürbiskopf hinterher. Kennst du auch Winnetou? Natürlich, ich habe Winnetou geliebt, als ich klein war. Okay. Dann gibt es eine lustige Geschichte eigentlich. Ich habe die Filme total gefeiert. Mhm. Und den Rest erzähle ich euch, nachdem wir hier die Filmszene fertig hatten. So. Zweite Quest von Joe Madahando. Also, du glaubst, dieser Wendigus kommt zurück, obwohl wir es ihnen gezeigt haben? Aber natürlich, du Genie. Hunger werden die immer haben, genau wie du immer jammern musst. Wir hätten Old Joe glauben sollen, statt ihn auszulachen. Dann wären wir jetzt besser auf diese Scheiße vorbereitet. Bruderherz, du hast doch immer nur auf einem Gartenstuhl rumgegammelt und auf einem T-Shirt stand noch ein Bier. Und du willst mir einen Vortrag halten? Ah, geht das wieder los. Du willst also über das Bier reden, was, Bruderherz? Hey, 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 diese Dosen standen jenseits der Linie und so wie ich das sehe, waren sie freiwillig, sobald... Du kennst doch die Legende der Wendigos aus der Glotze, oder? Sie gehörten einmal zu unserem Volk und wurden verstoßen, als sie Menschen fraßen, um zu überleben. Hat sie verändert. Das Fleisch anderer Menschen macht aus ihnen weniger als Menschen. Viel weniger. Old Joe hat uns das wirklich oft genug erzählt. Er hat uns wieder und wieder damit genervt. Shit. Ist ja nicht so, dass wir unsere Familie gefressen haben. Ja, die Wampe besteht nur aus Bier und Burgern. Okay, diese Geschichten kannst du alle im Miskatonic versenken. Es gibt keine Erlösung. Kein Happy End. Nicht für ihre Stämme, nicht für unseren. Nur das Grauen da draußen, das uns jagt. Wir zeigen ihnen, dass wir kein Futter sind. Nach Indianerart. Und wenn sie sie meinen, meinen sie uns, ja? Ja. Okay. Ja, dann werden wir wohl Wendigos jagen, ne? Und die Nebenquest auch noch, die da ist. Das gehört die dazu? Ob sie dazu gehört, weiß ich nicht, aber sie ist da. Versteckspiel, nehmen wir sie an. Komm. Also, was wolltest du nach der Filmszene erzählen? Ja, das erzähle ich nachher. Okay. Wie fandest du denn die Kamai-Spiele? Warst du da auch schon mal? Ja, gehört zur Story. Oh, okay. So. Flasche Beruhigungsmittel aufheben, ist das auch noch hier? Ja, glaub schon. Ne, da hinten. Okay, machen wir in der nächsten Folge, weil wir sind nämlich schon wieder hier gut dabei. Bis zum nächsten Mal. Euer Koali und euer Rauchender. Und rauchend noch nicht, nur Zigarette im Mund. Tschüss. Tschüss.